So, Freunde, wir sind wieder da. Sechs Fragen an ist zurück aus der Sommerpause. Kauf und Branne. Heute sind wir bei einem ganz besonderen Gast. Er ist Mitbegründer unserer Initiative und mit seinem Laden einzigartig hier. Heute sind wir nämlich bei Christian Heise. Ich bin gespannt. Sechs Fragen an. Heute Never Enough Street Store, Christian Heise. Christian, wir steigen gleich ein. Du als Mitbegründer von Kauf und Branne, übrigens, liebe Leute, mega Ding. Frage Nummer eins. Was ist deine Leidenschaft? Was treibt dich an? Ja, das kann man eigentlich ganz gut im Laden sehen. Dass meine persönliche Leidenschaft ist natürlich Skateboardfahren. Und habe dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, ja, mit diesem Laden. Okay, dann erübrigt sich Frage 2 schon. Ich stelle sie trotzdem. Wie verbindest du deine große Leidenschaft mit dem, was du jetzt quasi in deinem Laden machst? Genau, ich habe natürlich auch ganz viele andere Jobs vorher gemacht. Habe gekocht oder in einer Gastronomie gearbeitet und oder habe mich auch so ein bisschen versucht in anderen Berufszweigen, aber habe gemerkt, dass eigentlich alles keinen Sinn macht, weil wenn du quasi natürlich schaffst, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen, hast du quasi auch nie wieder wirklich Arbeit. Und ist natürlich für mich auch ein super Privileg, jeden Tag meine Hobbys, die jetzt irgendwie seit vielen Jahren schon mein Beruf sind, jeden Tag ausüben zu dürfen. Ja. Okay. Ja. Und das treibt mich natürlich auch an, weil mit der Erfahrung der anderen Jobs davor jetzt natürlich dann einfach diese Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Also ich kann jeden Tag mit meiner Zielgruppe, mit meinen Freunden, mit meinem Skateboarding, mit meinem Wissen da was weitergeben, ist natürlich total geil. Ja. Wir sind vorhin schon durch deinen Laden gegangen. Du hast unheimlich viele Skateboards, du hast aber auch Klamotten, Spraydosen. Was würdest du sagen, ist aktuell dein tollstes Produkt? Was gefällt dir selber am besten? Ich glaube, die besten Produkte, die wir haben, die haben wir auch über viele Jahre entwickelt, über fast 15 Jahre unsere eigenen Boards. Da haben wir wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt und viel Erfahrung und haben auch sehr, sehr viel probiert und haben auch an den Formen der Boards oder an den Größen wirklich lange gefeilt und immer wieder neue Sachen probiert, durch unser Skate-Team auch testen lassen und oder ich selbst auch. Und ich glaube, das ist unser stärkstes Produkt, unsere eigenen Boards, die auch mittlerweile weltweit verkauft werden. Und das geht wirklich richtig gut. Und da können wir auch am besten dahinter stehen, weil da ist von der Baumfällung bis zur Skateboard-Herstellung wirklich ganz viel Leidenschaft und ganz viel Erfahrung drin. Ja. Also der Käse-Benny kannte jede Kuh mit Vornamen und du kennst jeden Baum mit Vornamen. Genau. Also ich bin auch eigentlich zu diesem Skateboard-Thema gekommen durch einen Zufall. Ich habe meine Umschulung in der Holzverarbeitung gemacht und mein Meister meinte damals, bau dir doch einfach selber mal ein Skateboard. Und habe dann noch ganz viel über Hölzer gelernt, über Lackierungen, über Verarbeitungsprozesse und konnte das dann auch Schritt für Schritt weiter ausbauen. Und wenn man ein Skateboard mal selber hergestellt hat, weiß man auch, wie wichtig so eine Qualitätskontrolle ist, die man selber in der Hand hat und auch Erfahrungen, die man einfach dann einarbeiten kann in den Prozess, ja. Also vom Stamm zum Rollbrett. Ganz genau. Du bist Mitbegründer von Kauf und Branne. Das ist aufgrund der Corona-Pandemie ist diese ganze Aktion entstanden. Der Lockdown war ganz viel Negatives. Aber was nimmst du Positives mit aus der Zeit? Ja, das, klar war das für alle erstmal ein Schock. Aber ich glaube, da haben wir uns dann ganz schnell nach einmal schütteln auch wieder aufgerappelt und haben starke Netzwerke gebaut, haben viel miteinander gesprochen. Mein obergroßer Aufhänger oder wie habe ich schon auch den Text damals gesehen, auf dem Plakat, ist natürlich Gemeinwohl. Das muss an allererster Stelle stehen in der Stadt, ja, dass man sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig berät, füreinander da ist. Und ich denke, dass diese Corona-Zeit uns da eigentlich eher noch vorangebracht hat als Stadtgemeinschaft und als auch Händlergemeinschaft. Also ich habe seitdem Kontakt mit ganz vielen Händlern aus der Hauptstraße. Wir haben uns vorher nie gegrüßt, aber seitdem kennen wir uns gut, unterstützen uns, sprechen miteinander, geben uns Tipps.
total gut. Und wir persönlich als Laden haben auch mit ganz vielen neuen Lösungen, die wir wahrscheinlich ohne Corona nicht gemacht hätten. Also wir haben ganz viele Livestreams gemacht, so eine WhatsApp-Hotline, man konnte aus einem Schaufenster rausshoppen, man konnte Sachen abholen, wir haben Sachen zu Leuten hingebracht, hat sich dieser Kundenkontakt natürlich total intensiviert. Also wir haben wirklich gemerkt, dass ganz vielen Leuten der Laden ganz wichtig ist und der Kontakt für den Kunden ist wirklich extrem nah geworden, also wirklich Freundschaften, also ich würde es auch gar nicht mehr Kunden nennen eigentlich, sondern eher so Community. Community. Ja. Sehr schön. Also die Community-Bildung. Auf jeden Fall. Also in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Ob mit den Händlern zusammen, ob mit unseren Kundenstamm oder auch mit vielen Partnern in der Stadt. Ja, das ist also wirklich wunderbar. Ja, oder auch wir hier als Team, alle zusammen. Absolut, ja. Kamera 1, 2 und 3. Ja, ja, da hinten die Organisatoren. Muss man vielleicht auch mal sagen, ja. Auf jeden Fall. auch hinter Kauf und Brand steckt ja ein starkes Team, das natürlich dann auch in der Zeit viele Leute mitgenommen hat, gepusht hat, gesagt hat, ihr seid nicht allein. Das ist auch manchmal auch ein gutes Gefühl. Zu sagen, wir stehen an eurer Seite, wir ziehen es zusammen durch und entwickeln uns gemeinsam weiter als städtische Gemeinschaft und als Community. Ja, da bist du, glaube ich, schon auf der richtigen Fährte. Die Frage erübrigt sich fast, aber Frage 5 ist immer, was glaubst du, können wir jetzt alle gemeinsam tun, um weiter voranzukommen? Genau, also meine Meinung ist, dass wir noch weiter zusammenrücken müssen und einfach auch mutiger werden müssen. Also Hamburg hat eine ganz viel Historie, ist eine ganz alte Stadt, hat eine sehr schöne Altstadt. Aber wir müssen auch neue Wege finden, mutige Wege, auch natürlich immer diese Historie bewahren. Dadurch baut Hamburg an der Havel auf. Das ist ein ganz großer Schatz auch der Stadt. Aber ich glaube, dass wir auch neue Wege finden müssen und mutig sein müssen. Und es muss auch nicht immer irgendwie um Geld gehen, sondern es kann auch mal sein, sich gegenseitig bei den Events zu unterstützen oder mit auch Technik oder Know-how oder mal ein Tipp. Oder auch manchmal sind es auch oft diese kleinen Dinge, ja, die es ausmachen oder rund machen. Okay. Ja. Also das geht raus an alle? Genau. Also wir netzwerken mit ganz vielen Partnern seit 6, 7 Jahren etwa. Und ab diesem Moment hat sich auch bei uns eigentlich so diese Kontinuität auch gezeigt und auch der Erfolg. Also vorher, klar, waren wir ein kleiner Shop und haben einen Online-Shop gemacht. Aber mit den vielen Netzwerken haben wir so viel gelernt und konnten auch weitergeben. Wenn man da füreinander da ist und sich unterstützt und hilft und auch mal einen Rat annimmt, oder kann man da viel erreichen. Okay. Und die letzte Frage von den 6 Fragen ist immer, welchen anderen Händler oder welches andere Projekt, Idee findest du hier in Brandenburg, an der Havel oder Umgebung besonders toll? Außer dein Laden natürlich. Ja, ich gucke natürlich auch immer so ein bisschen, was mich anspricht. Oder in erster Linie habe ich das heute auch gemerkt, es gibt viele tolle Orte mittlerweile hier, auch die vielfältiger auch geworden sind. Was ich sehr empfehlen kann, was ja auch schon in der Sendung ist, zum Beispiel Nora und Traxacum. Wunderschöne Terrasse, da mal irgendwie einen selbstgebackenen Kuchen und einen Eistee trinken, ist auch ein Traum. Mhm. Die Artbox ist ein schöner Ort, finde ich, wo man Kunst machen kann und Kunst anschauen kann, was auch viele Kids und Jugendliche mitnimmt. Ich bin ja irgendwie gefühlt fast auch nur noch im Industriemuseum, das finde ich auch ein schöner Ort, da kann man mal hingehen, auch sich mal so diese Barmburger Stadtgeschichte angucken, die auch in der Verbindung, in der Moderne auch jetzt viele Aktivitäten und Veranstaltungen schafft. Das ist ein ganz guter... Genau, das ist, was du gesagt hast. Ne? Das ist ein alter, historischer Ort, der sich öffnet. Und genau, der, wo das Feuer wieder weiter entfacht wird durch diese neuen Aktivitäten und die neue Generation, die danach kommt in Brandenburg. Ja. Ja. So, es gibt so einen guten Spruch, der sagt ja, Tradition heißt nicht, sondern die Asche am Lodern zu halten, sondern immer wieder das Feuer zu entfachen. Ja. Ja. Ja, und ja, es gibt auch viele schöne Büros. Also heute Morgen habe ich ganz viel in Papiersorten gestöbert und Fotografie bei Steffi Holz zum Beispiel im Büro. Das war auch total schön. Und konnte ganz viele Bilder entdecken. Wir haben tolle Fotografen, wir haben super Bands, wir haben schöne Geschäfte. In der Innenstadt ist wesentlich mehr wieder los, meiner Meinung nach. Wir haben eine schöne Aufenthaltsqualität mit dem Wasser in der Nähe. Also ein Stadtbummel macht auch wieder echt Spaß. Ja. Wir merken es selber im Laden auch. Das Feedback der Besucher ist wirklich schön und gut. Wird auch jedes Jahr besser. Wir haben auch viele Stammkunden, die kommen jedes Jahr wieder. Machen in Brandenburg Urlaub, Kurzurlaube, die jetzt auch länger werden. Dadurch entsteht auch Zuzug, die jetzt auch dann nach Brandenburg ziehen und das nimmt richtig in Fahrt auf, aber ich glaube auch noch, dass wir da noch am Anfang stehen und noch viel, viel mehr geschehen kann. Da kommt noch viel. Ja. Dann nehme ich als Schlusswort dein Sprichwort. Freunde, lasst uns das Feuer neu entflammen. Christian, ich bedanke mich, wünsche dir ganz viel Erfolg. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Danke an euch.